Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Skyrim. Seht ihr das? Die Zwerge nannten sowas kinetische Resonanz. Ziemlich selten, zumindest unter den Clans von Himmelsrand. So, jetzt speichern wir hier nochmal ab. Ich komme jetzt hier irgendwo runtergesprungen. Steigen wir erstmal auf Magie um. Das war schon richtig. Ich versuche mal die Feuerrune. Erstmal einen Heiltrank und ein paar Sachen trinken. Mittlerweile so viele Sachen. Dankeschön. Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das ver... Ne, das wollte ich nicht. Dankeschön. Wieso wird mit einem Magier... So, weil ich mich heile, ja. Ich wollte gerade sagen, von was wird mir denn jetzt Magika abgenommen. Ja, wo geht's? Ach so, da. Oder? Ach so, da. Ach so, hier kann man vorbei. Ich dachte jetzt, wie kommen wir denn da runter? Ach so. So wären wir auch da runter gekommen. Jetzt haben wir schon fast an die über die 10.000. Dankeschön. Mitten ins Herz oder in den Kopf rein. Jede Spezies hier in dem Spiel schafft es, genau wie im WoW, sich Pfeile und so herzustellen. Interessanterweise. Zwergenstiefel. Ja, die kann man nicht gebrauchen. Und Golderz. Naja. Okay, jetzt gehen wir mal hier lang. Mal gucken, was hier ist. Ja, finde ich auch. Ja. Denke ich mir schon. Aber was ich eben sagen wollte. Oh, bitte. Ich glaube, wir sind durch irgendwas gestorben gerade. Durch was weiß ich nicht. Die verfluchten Dinger sind wie Fliegen. Es ist gleich wie Fliegen. Dann sind wir wieder hier. Naja. Wir nehmen aber nicht die Feuerrune mehr, weil die Feuerrune ist zwar schön und gut, aber...
frag mich, für was die sich beschwert. Die ist doch sowieso tot. Die ist ja doch jetzt ein Geist, oder? Die kann ja gar nicht... Die kann... Wir nehmen auch mal das schwache Gift mit. So, jetzt stumm aber mal speichern. Sonst müssen wir das ja immer wieder machen und immer wieder, bis wir mal da drüben sind. So, hier ganz vorsichtig vorbeigehen. Jetzt kommt der eine Bogenschütze nochmal. Wo auch immer der herkommt. Oder auch nicht. Vielleicht erstmal mal die Leiche hier looten. Hier. Ach, da ist er. Direkt da. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich da so gedrückt habe gerade. Weil ich schon die ganze Zeit wagen wollte. Mir kommt das so vor, als wären das hier, die hier rumlaufen, das sind die so Zwerge, weil die ganze Zeit nicht mehr ans Tageslicht kamen, dass die sich jetzt so verändert haben vielleicht. Zumindest habe ich mal Filme gesehen, wo die ganze Zeit in einem Berg oder in so einer Mine eingeschlossen waren und dann haben sie sich verändert, genetisch. Kann ja hier auch passiert sein, ne? Also denke ich mal. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es hier noch besser aussah wie vorher. Dass es vorher hier besser aussah, so. So, die kommen jetzt hier aus den Röhren da raus. So eine Begleiterin würde ich mir ja wünschen, ne? Die mir die ganze Zeit dabei hilft. Also die mich die ganze Zeit begleiten kann, ohne zu sterben. Weil die anderen sind ja alle gestorben. Sobald der Gegner oder die irgendwo reingelaufen sind, eine Explosion von uns. Was haben wir denn da? Seht, dort drinnen ist eine Truhe, aber die Tür ist fest verschlossen. Ich denke mal, dann kommen wir da erstmal nicht hin. Kommen wir ja sonst irgendwie rüber oder... Ach ja, da hier. Hier ist nix. Die haben sich wohl auch vor dem Abstürzen gerettet hier irgendwie. Weil die sich hier immer so kleine Barrieren hingebaut haben. Da kommt mal ein bisschen Licht rein. Ein ziemlich langer Weg, wo noch nichts... Oh, da sind diese super Käfer. Dafür war wohl der lange Weg gedacht. Oh, die fallen ja relativ schnell um. Das ist ja schon mal gut. Jetzt nochmal ganz ehrlich. Ihr kennt diesen Fisch ja aus dem Aquarium. Seit wann ist das ein Silberbarsch? Na egal. So, weiter geht's.
komme ich immer weiter hoch. Da ist der Typ eben rausgekommen aus dem Loch da. Ich weiß nicht, wie die... Ich würde ja gerne hinter dem reinlaufen da, aber... Okay. Gut. Gut, dass wir da unten gespeichert haben. Da müssen wir halt gegen die zwei nochmal kämpfen da gerade. Schon ein bisschen aufrege. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Wo ist denn jetzt wieder unsere Linda oder Katharina da? Jetzt sieht man sie mal vom Nahen. Jetzt kommt sie wieder. Wo kam die denn jetzt her wieder? Warte. Erstmal einen schönen Trank hinter die Binde kippen. Haben wir ja nichts für Magiker. Mit dem ganzen Petto. Ne, ist alles Ausdauer. Das ist scheiße. Warte. Nee. Dann müssen wir uns mal die Waffe ausrüsten gerade. So, dann haben wir den jetzt auch mal besiegt. Gold, Golderz, Kobe, bla bla. Nehmen wir das auch mal mit. Der hat sogar zwei davon gehabt. Wir haben es auf die falsche Hand gezogen, naja. Bevor hier noch so ein komischer Troll, so eine komische Kreatur kommt. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Ich will erstmal in das Häuschen da gehen. Gold. Jo, yes, jo, yes, nein. Oh oh. Ich habe vergessen, mir die Waffe aus mich zu heilen. Nein, falsch. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Na ja, super. Aber das haben sie gut gemacht. Gut, dann rüsten wir uns jetzt hier wieder mit Magie aus. Weil scheinbar kommen ja jetzt gleich wieder die Käfer da und der eine kommt da irgendwo. Ja, ja, ja. Okay. Nochmal abspeichern. Aus Gründen. Ja, Entschuldigung.
Wenn man die immer so ein bisschen kitet, nennt man das ja hier. Die haben eine sehr dicke Schutzschicht. Verreckt, du elendige Bestie. Was hat denn da noch so viel Leben? Irgendwas verreckt hier. Charus. Charus. Keine Ahnung. So, den sammeln wir mal hier gerade ein. Auf all die Sachen, die er dabei hat. Und speichern auch nochmal ab. Ich weiß ja nicht, was da noch so alles kommt hier. Dann gehen wir nochmal da woanders. Nochmal in die andere Richtung. Da war ja noch eine Abzweigung. Wo der eine Typ daher kam. Hier scheint es ja auch richtig zu sein, wo wir hin müssen. Hier bin ich abgestürzt. Kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her. So, könnte gut möglich sein, ne? Mein Bogen. Da, auf dem Baumstamm. Ich hatte mich schon gefragt, was damit passiert ist. Ja, deinen Bogen sehe ich leider nicht. Der lag bestimmt in deiner Leiche drin, den ich nicht mitgenommen habe. Tja. Also, wir gucken jetzt gleich nochmal. Wir werden ja bestimmt gleich noch wieder zurückgehen oder so. Der grüne Pfeil da oben, der irritiert ein bisschen, oder der Türkise. Hier kommt hier mal ein bisschen Licht rein. Oh, hier sieht es aber sehr nice aus, so. Es geht los. Was geht los? Erzähl's mir, bitte. Schon mal im Voraus. So ein kleines bisschen, so ein bisschen kleckern damit, was passieren könnte. Hier ist kaputt. Das Ding stört sowieso die ganze Zeit ein. Hier speichern wir hier mal gerade ab. Müssen reden. Wisst ihr, was das ist? Ein Schloss. Was denn? Ein Klangschloss. Okay. Okay. Und sehr, sehr tödlich. Mhm. Seht ihr die Resonatoren dort oben? Schlagt sie in der richtigen Reihenfolge, dann sollten die Türen aufgehen. Wenn ihr einen Fehler macht, nun, ihr habt ja gesehen, was bei mir passiert ist. Ja, du bist gestorben. Ihr meint das Erdbeben? Habt ihr irgendwelche Ratschläge? Ja. Ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Aber wie kann man sich auf ein verdammtes Erdbeben vorbereiten? Und das war nur eine der Fallen. Seht euch um. Wer weiß, was dieses Ding noch alles bereithält. Tja. Also, ihr könntet dort weitermachen, wo ich einst aufhörte. Meine Notizen sollten noch in meinem Tagebuch stehen, falls ihr sie lesen könnt. Nun denn. Denk. Vielleicht findet sich bei einem unserer Vorgänger ein Hinweis. Mhm. Okay, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.